So, heute geht es um ein Drama von Friedrich Schiller, Maria Stuart. Und wir wollen helfen beim Einstieg, wenn jemand also zum ersten Mal das lesen soll, oder auch beim Wiedereinstieg. So ist es uns jetzt gegangen. Wir wollten uns wieder damit beschäftigen, aber da wussten wir auch nicht mehr so genau alles, wie das da zusammenhing. Und für den Zweck eigentlich machen wir auch für uns solche Videos, ne, dass man eben schnell durchblicken kann mit einem Schaubild. Und dabei geht es nicht nur um den Inhalt, sondern auch um Schlüsselzitate, um direkt auch in den Text einzusteigen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir an diesem Akt auch zeigen können, dass solche alte Literatur, scheinbar alte Literatur, doch auch mit uns heute durchaus noch was zu tun hat. Und hier kann man nämlich etwas sehen, wie man reagieren kann, wenn jemand Böses von einem will. Da geht es nämlich um zwei Leute aus dem Umkreis von Königin Elisabeth, ne, Paulet der Bewacher und Burleigh, der so eine Art Staatskanzler, ihre rechte Hand. Und die haben sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie man mit dieser gefangenen Königin aus Schottland umgehen soll. Aber das werden wir jetzt im Einzelnen hier auch kurz noch erläutern. Wir haben hier rechts, wie immer, die ganzen Sachen aufgeführt. Das kann man dann auch in der Dokumentation nachlesen. Wir gehen aber jetzt hier von diesem Schaubild aus. Das Drama selbst ist 1799-1800 entstanden. Es spielt um 1568, geht das los. Da wird nämlich, soll Schottland hier sein. Das ist in weiten Teilen protestantisch durchaus. Aber da gibt es die katholische Königin Maria aus dem Hause Stuart, darum Maria Stuart, die muss fliehen, weil sie in den Mord an ihrem Ehemann verstrickt ist, eine etwas dunkle Geschichte. Und sie flieht zu einer Verwandten, die Königin in England ist, nämlich Königin Elisabeth. Die hat aber ein Problem mit ihrer Geburt, ne, da ihre Mutter ist hingerichtet worden und so weiter. Das ist so ein bisschen unklar. Und diese Königin von Schottland, Maria Stuart, ne, hat durchaus auch Thronansprüche hier zu stellen. Das heißt, ein Problem ist ein Thronstreit, ne, zwischen den beiden Frauen. Das führt dann dazu, dass sie gefangen gesetzt wird. Ne, so etwa 20 Jahre sitzt sie ja schon in einem zwar komfortablen, aber noch immerhin einem Gefängnis. Das zweite Problem ist, dass England damals sich von Rom, von der römischen Kirche, losgelöst hat, zum Protestantismus oder eine Art übergegangen ist davon. Jetzt kommt eine katholische Königin ins Land und die Engländer haben Angst, dass möglicherweise hier der Katholizismus dann wieder eingeführt wird und so ist dann eben sie gefangen. Das Ganze ist noch in einem größeren Zusammenhang gesehen, nämlich sie hat auch noch Verwandte in Frankreich, ne? Auch eine enge Beziehung zum Papst natürlich als Katholikin und das macht sie also relativ verdächtig. Und so ist da eben dieser Lord Burleigh, so die rechte Hand von Königin Elisabeth und der ist ganz klar für ihre möglichst rasche Hinrichtung, ne, um das Problem endlich zu erledigen. Nun hat allerdings auch durchaus Maria Stuart, ne, Leute auf ihrer Seite, so zum Beispiel einen gewissen Mortimer, der ist, kommt gerade im ersten Akt, ne, von einer Reise nach Frankreich und auch in Rom beim Papst und so weiter, ist er gewesen, kommt zurück, ist total begeistert, will ihre Rettung und so kommt eben auch Hoffnung bei der Maria Stuart wieder auf. Auch wenn sie der einer Entführung oder so da skeptisch gegenübersteht. Und zwischen diesen beiden Positionen, dem Burleigh, das werden wir nachher noch bei dem Highlight genauer kennenlernen, ist der Bewacher, ein Ritter Paulet, so sprechen wir ihn jetzt hier mal aus. Und der ist dummerweise auch noch der Onkel von diesem Mortimer. Das heißt, dieser Mortimer, der Maria Theresia, die Gefangene hier retten will, hat von daher also durchaus immer Zugang zu ihrem Gefängnis. Was noch wichtig ist, da ist noch eine weitere Figur bereits im ersten Akt angesprochen wird, das ist Graf Leicester. Der spielt eine Doppelrolle. Ne? Er war früher mal in die Königin von Schottland, Maria Theresia, verliebt, setzt aber aktuell ganz auf Königin Elisabeth, ne? Ist auch so ein heimlicher Favorit von ihr, pendelt so ein bisschen zwischen diesen beiden Fronten. Und Maria Theresia übergibt ihm jetzt einen Brief, indem sie Elisabeth bittet, sich mit ihr zu treffen. Sie will sich mit ihr aussprechen und hofft eben darauf,
dass dabei ihre Gefangenschaft erleichtert oder sogar beendet wird. Das haben wir hier im Einzelnen aufgeführt. Wir gehen mal nur kurz auf Beispiele für wichtige Zitate. Zum Beispiel dieser Paulet, der kontrolliert die Zimmer von Maria Theresia sehr intensiv und er sagt dann zum Beispiel hier in Vers 22: Solange sie Maria Theresia noch besitzt, kann sie noch schaden. Und er sagt auch: O Fluch dem Tag, da dieses Landes Küste gastfreundlich diese Helena empfing. Helena ist insofern interessant, das war ja eine berühmte Griechin, ne, die mit ihrer Schönheit dafür gesorgt hat, naja, dafür gesorgt wurde, dass dann der Trojanische Krieg ausbrach. Von daher steht Helena auf der einen Seite immer für Schönheit, die wird der Maria Stuart auch zugesprochen, auf der anderen Seite aber eben auch für eine mögliche Gefahr, die davon ausgeht. Dann die Amme, also eine Begleiterin von Maria Stuart, Kennedy heißt sie, die sagt, das Ganze ist gegen das Völkerrecht und auch gegen die Königswürde. Paulet wiederum sagt, die will doch nur England, also England katholisch machen, an den Franzmann, ne, die Franzosen verraten. Maria selbst sagt, der Gram, das lange Kerkerelend nagt an meinem Leben, ne? Immerhin fast 20 Jahre dort. Sie darf nicht mal in den Garten und so weiter. Immer mehr wird ihr weggenommen. Musikinstrumente, Bücher und so weiter. Alles wird kontrolliert. Und der Paulet sagt auch dann ganz klar, er weiß, dass da ein Prozess gelaufen ist. Er weiß auch schon, dass in dem Prozess Maria Stuart verurteilt worden ist. Schließt eure Rechnung mit dem Himmel ab. Und dann kommt dieser Mortimer da vorbei mit diesem begeisterten Rom-Bericht und Maria sagt zu ihm dann: O schonet mein, hört auf, den frischen Lebensteppich vor mir auszubreiten. Da merkt man so ein bisschen, wie sehr sie von einem bunten Lebensteppich da abgeschnitten ist. Und dann am Ende kommt es dann zu einem Gespräch zwischen Paulet und Burleigh und darauf werden wir gleich noch genauer eingehen. Da spielen Unziemlichkeiten eine Rolle, ein stummer Auftrag und ich werde sie bewahren. Das erklären wir aber gleich noch genauer. So hoffen wir, dass dieser erste Akt jetzt schon mal hier klar geworden ist. Das Schaubild ist gut, um sich das einzuprägen. Und dieser Teil ist gut, um das nachzulesen. Und hier unten haben wir einige wichtige Zitate, auf die man zurückgreifen kann, wenn man auch zeigen soll, dass man das Stück wirklich gelesen hat. So, jetzt kommen wir zu unserem Highlight in der neunten Szene. Burley und Paulet, ne, stehen sich da gegenüber. Burley ist ziemlich enttäuscht, ne, denn die Maria hat sich ziemlich gut ihm widersetzt. Und darum sagt er auch, sie trotzt uns, sie stellt sich gegen uns. Dies stolze Herz ist nicht zu brechen. Und der Paulet sagt dann nur mal langsam, es sind Unziemlichkeiten vorgegangen. Das war nicht in Ordnung, ne, dass man die Zeugen, die gegen sie ausgesagte, hat ihr nicht gegenübergestellt haben in diesem Rechtsstreit. Wenn ich sagen darf, Burley steht ja über ihm, aber er ist so mutig, das zu sagen. Burley verteidigt dann aber diese Nichtgegenüberstellung, und sagt anders, das wäre gar nicht möglich gewesen. Das war nicht zu wagen. Zu groß ist ihre Macht auf die Gemüter. So. Und er sagt auch ganz klar, sie darf nicht leben, nimmermehr, dies eben. Dies ist's, was unsere Königin ängstigt, warum der Schlaf ihr Lager fließt. Die kann gar nicht mehr schlafen. Und jetzt interpretiert er das, was die Königin seiner Meinung nach denkt. Ich lese in ihren Augen ihrer Seele Kampf. Ihr Mund wagt ihre Wünsche nicht zu sprechen. Das passiert immer wieder und das ist hochinteressant hier, dass die wirklich Mächtigen möglichst nicht genau sagen, was sie möchten, dann übernehmen sie nämlich auch Verantwortung und darum gibt es dann so etwas unklare Hinweise. Und dann gibt es übereifrige Leute wie diesen Burley, die dann so einen stummen Blick so deuten, dass sie der Königin die verhasste Wahl zwischen hinrichten oder nicht hinrichten ersparen, dass sie nicht mehr auf ihrem Thron zittern muss und eben nicht vor die Wahl gestellt wird, eine andere Königin, die eigene Blutsverwandte, dem Beil zu unterwerfen, also hinrichten zu lassen. Und er sagt dann, wohl könnte man das ändern, meint die Königin, wenn sie nur aufmerksamere Diener hätte. Da merkt man natürlich, wie hier verschleiert wird. Paulet fragt dann auch, aufmerksame? Ja, die einen stummen Auftrag zu deuten wissen. Paulet wieder ganz geschickt, einen stummen Auftrag? Ne, die, wenn man ihnen eine giftige Schlange zu hüten gab, ne, Paulet
hatte ja sie zu behüten, zu nicht beschützen, sondern zu bewachen. Und sie ist natürlich in den Augen von Burley eine giftige Schlange, ja, für die englische Königin. Den anvertrauten Feind soll man nicht wie ein heilig teures Kleinod hüten, also nicht wie eine Kostbarkeit hüten. Das macht nämlich der Paulet. Paulet sagt dann bedeutungsvoll, ne, das ist sozusagen, wo man, ne, schon etwas ganz Klares von sich gibt. Ein hohes Kleinod, eine hohe Kostbarkeit ist der gute Name. Der unbescholtene Ruf der Königin. Ne, er möchte nicht, dass irgendwie auch nur der Eindruck entsteht, Elisabeth hätte ihr einen Mordauftrag gegeben oder sowas. Den kann man nicht zu wohl, nicht zu gut bewachen. Ich werde alles tun, damit da nichts passiert. Und Burley ist dann enttäuscht, ne, als man die Lady, damit ist Maria gemeint, von dem Shrewsbury, einem anderen Menschen, der sie bewacht hat, wegnahm und Ritter Paulet, also auf gut Deutsch, dir anvertraute. Da war die Meinung. Und dann unterbricht der Paulet ihn sofort und sagt, ich will hoffen, Sir, die Meinung war, dass man den schwersten Auftrag den reinsten Händen übergeben wollte. Natürlich weiß ich, dass es ein sehr schwerer Auftrag ist. Aber ich sehe mich als denjenigen mit den reinsten Händen bei Gott. Ich hätte dieses Schergenamt, dieses Wächteramt nicht übernommen, dächte ich wohl, dass es den besten Mann in England forderte. Ja, nicht übernommen, dächte ich nicht, dass es. Er weiß, da der beste Mann in England muss das sein und er war bereit, das zu machen. Lasst mich nicht denken, dass ich's etwa anderem als meinem guten Rufe schuldig bin. Eine deutliche Warnung. Ich will ja wohl nicht hoffen, dass ihr mir das gegeben habt, ne, damit ich hier jetzt irgendwelche politischen Schweinereien da mitverantworte. Und dann sagt Burley, du beruhig dich mal, man soll Maria an Krankheit sterben lassen, so stirbt sie in der Menschen Angedenken und euer Ruf bleibt rein. Und Paulet sagt ganz klar, nicht mein Gewissen. Na gut, wenn ihr die eigene Hand nicht leihen wollt, so werdet ihr der Fremden doch nicht wehren. Ne? Dann lasst doch einfach hier irgendwelche Mörder rein und dann ist gut. Und dann Paulet am Ende, kein Mörder soll sich ihrer Schwelle nahen, solange die Götter meines Dachs sie schützen. Ihr Leben ist mir heilig. Heilger nicht ist mir das Haupt der Königin von England. Das heißt, ich behandle beide Königin gleich. Ihr seid die Richter, dann bringt er ihn in seine Verantwortung hinein, richtet, brecht den Stab, das ist ja, wenn man ein negatives Urteil über einen Verurteilten dann fällt, wurde früher der Stab gebrochen. Und wenn es Zeit ist, lasst den Zimmerer für das Henkergerüst mit Axt und Säge kommen, das Gerüst aufschlagen für den Sheriff und den Henker, die dann die Hinrichtung bewachen. Für die soll meine Schlossespforte offen sein. Jetzt ist sie zur Bewahrung mir vertraut und seid gewiss, ich werde sie bewahren. Dass sie nichts Böses tun soll, die Maria soll also nichts Böses nach außen hin anrichten, aber auch nicht erfahren, ihr soll nichts geschehen. Also insgesamt eine wunderbare Szene, die man im Einzelnen natürlich nochmal genauer nachlesen kann. Wir haben die wichtigsten Stellen herausgenommen, die eben deutlich macht, wie man seine eigene Ehre und das Recht bewahren kann, wenn jemand mit verschiedenen Angeboten kommt, die nicht so ganz sauber sind. Wer das nachlesen möchte, noch Dokumentation, wie immer legen wir sie hier ab. Das wird bei den Infos entsprechend untergebracht, dort eventuell Aktualisierung, Korrektur, möglicher Fehler. Wir freuen uns immer über Fragen und Anregungen in den Kommentaren. Auch mit Maria Stuart haben wir uns jetzt wieder beschäftigt. Das werden wir in einem anderen Video dann nochmal verdeutlichen. Da ging es darum, inwieweit sie eine schöne Seele ist. Ne? Das ist aber ein eigenes Thema. Vorher muss man sich ja das Ganze erstmal wieder klar machen. Und darum für uns dieser Wiedereinstieg, der anderen hoffentlich den Einstieg erleichtert. Und wer unseren Kanal schnell durchblicken abonniert, wird rechtzeitig über das nächste Video informiert. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg.